Wie hört sich Shimo an? Du hast Shimo auch im zweiten Trailer gehört. Das ist dieses ganz komische, schreiende Geräusch, was sich immer übersteuert anhört. Wie mein Intro. Shimo hört sich quasi so an, wie wenn du versuchst, einen Furz zurückzuhalten. Und er zischt aber so ganz laut durch und fängt an zu pfeifen. Das ist ungefähr Shimos Schreien im Film. Der Sound war zumindest im Trailer nicht ganz so cool, aber das soll Shimos Sound sein, was wir da gehört haben. Machen Welt kaputt, macht sich wieder neu und dann gibt's Godzilla. Hey, lustigerweise haben sie heute auch irgendwie geschrieben, dass der Film Godzilla Kong genau heute spielt. Also der Film scheint wohl irgendwie auf das Datum 14. März einzugehen, 2024. Der Film spielt genau heute. Da gab es ein paar Witze im Internet, wo die gesagt haben, wo denn? Ich sehe es nicht. Ja. Da haben wir noch unseren Indominus Rex. Die beiden scheinen sich einigermaßen gut zu verstehen. Und Dino-Kämpfe gibt es hier, glaube ich, nicht, weil ich sie eh ausgeschaltet habe, ne? Das heißt noch nicht. Wir werden dann aber mal die Hybride gegeneinander kämpfen lassen. Wir lassen den Stigimoloch mal beiseite kommen. Der ist uninteressant. Wir müssen leuchtende Hybride in den Kampf gegeneinander schicken. Shimos Schrei hört sich an wie von einem YouTuber als Meme. Ja, ich finde der auch komisch, irgendwie den Schrei, ne? Der hat so ein Gluckern da irgendwie drin. Das ist, weiß nicht, irgendwie ein bisschen komisch. Hört sich aber auch vielleicht im Kino dann mit so richtig schönem Bass noch ein bisschen krasser an. Produkttransport wird durchgeführt. Ich habe übrigens auch den YouTube-Post wieder rausgenommen, wo ich Shimo nochmal geleakt habe, weil das Leute wirklich zum Kotzen finden, wenn da Bilder auftauchen, die sie vorher noch nicht gesehen haben. Und bei den Videos kann ich es ja vorher ankündigen. Da gibt es dann kein Mitleid mehr, wenn ihr halt wirklich die Videos auch dann zu Ende schaut. Selbst dran schuld. Nur in diesen Posts verstehe ich es halt dann schon, weil man scrollt dann einfach runter und dann kommt immer so ein Bild von Shimo oder eben vom neuen Godzilla-Bild. Das verstehe ich dann doch. Deswegen habe ich das wieder rausgenommen. Er leuchtet rot. Aber schade, und ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Vielleicht wisst ihr das ja einfach selber nur nicht. Ob nicht auch wirklich vielleicht ein Dinosaurier wie... Ach komm, guck mal beim T-Rex rein. Kann der nicht auch so eine Luchsfarbe annehmen? Schade, warum... Naja. Das passt halt nicht zu ihm, weil er kein Hybrid ist wahrscheinlich, ne? Deswegen ist da so... ein bisschen Schicht im Schacht. Wäre aber trotzdem echt geil gewesen. Okay. Schauen wir uns jetzt mal den Indoraptor an, in leuchtenden Farben. Das hier ist noch der normale. Mit seinen gelb-goldenen Streifen, ja, die Gäste beschweren sich, das macht aber nichts. Was wäre, wenn der Spinoraptor in Jurassic Park wäre? Sehr geile Idee. Sehr geile Idee, werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber erstmal eben die Frage, was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic Park und Jurassic World wäre? Das Video kommt hoffentlich Ende der Woche, obwohl wahrscheinlich eher erst nächste Woche, wenn wir morgen nicht da sind. Und ich nochmal zur Steuerberaterin muss. Oh, das sieht aber... Es ist schon wieder wie beim Spinosaurus auch. Beim Indominus Rex. Der hat hier hinten, sieht das alles ganz cool aus, ne, beim Körper. Aber ich finde, gerade im Gesicht hätte man die Augenbrauen nicht auch noch gerade leuchten lassen sollen.
Da wäre vielleicht sogar die Mitte der Schnauze jetzt cooler gewesen. Aber er sieht wirklich krass aus. Er hat so ein bisschen was von einem Vulkan-Viech. Von so einem Vulkan-Kaiju, ne? Das Schwarze ist so symbolisch für die Kohle und für die Asche. Da oben hat er auch so ein bisschen grau. Seht ihr das? Als würde er wirklich glühen. Das ist schon geil. Der ist auch schon sehr, sehr schick. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt nochmal um die anderen und schicken die dann natürlich auch in den Kampf gegeneinander. Ihr könnt ja mal schreiben, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Den Spinoceratops, den Stegoceratops gab es, glaube ich, noch. Und die irgendeinen Ankylosaurus. Dingensbummens. Ankylodocus, okay. Ja, der sah sogar ganz geil aus. Bei dem finde ich jetzt mal da nicht mal unbedingt sieht, dass das ein Hybrid ist. Wenn er halt nicht gerade unbedingt leuchtet. Luchsfarben, da kann man natürlich den Kontrast noch ein bisschen hervorheben. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass man das jetzt wirklich... Was ist denn die Kontrastfarbe zu blau? Ist eigentlich gelb, ne, am besten. Das könnte ganz cool aussehen. Dann nehmen wir jetzt nämlich mal hier nur den und packen uns dann hier unten schon mal den nächsten rein. Chronologisch kommen jetzt eh nur noch die Ceratöpse, ne? Genau. Der Stegoceratops und irgendwo ist noch der Spinoceratops. Der ist da oben. So, was hat denn er erstmal für eine leuchtende Farbe? Er hat auch wieder Pink. Nee. Er hat hellblau-türkis mit pinken Innenrahmen. Nobel geht die Welt zugrunde. Dann passt da auf jeden Fall am besten irgendeine dunkle Farbe mit dazu. Spitzberge, Fluss, irgendwas, bla bla. Wir nehmen das dazu. Und auf geht's. Dann können wir die beiden nämlich erstmal direkt hier unten reinpflanzen. Und dann fehlt uns nur noch einer und dann können wir auch schon mal die Hybridenkämpfe beginnen lassen. Spinoceratops ist halt ganz neu. Auf den bin ich am meisten gespannt. Der Spinoceratops, den anderen, den gab es aber schon, oder was? Den Stegoceratops hieß der, glaube ich, ne? Was hier auf jeden Fall für eine Attraktion rein muss, ist das hier. Ja. Das muss auf jeden Fall zu diesen beiden Fischgesichtern. So. Und die Attraktion könnt ihr nur begehen, indem ihr hier hingeht. Das heißt, ihr müsst an das andere Gehege rangehen. Ob man sich aber hier so sicher fühlt, ey. Ich meine, das Glas muss ja theoretisch extrem viel aushalten. Und wir haben ja gesehen, wie stark das Glas in Jurassic World gewesen ist. Nicht so stark. Übrigens, dieses Glas in diesen Gyrosphären, ne, wo wir erst noch dachten, dass das halt nur vom Indominus Rex irgendwie durchbrochen werden kann, weil das Vieh halt so mächtig ist, wurde in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1 Episode 3 von einem Triceratops ebenfalls kaputt gemacht. Das heißt, die ganzen Sicherungsgläser hier sind komplett für den Arsch. Jurassic World ist wirklich die Katastrophe schlechtweg, ey. Schlechthin heißt es. Ja, und der macht erstmal ein Schläfchen. Hast du Dune 2 gesehen? Nee.
Habe ich nicht gesehen, aber nur Gutes davon gehört. Man sagt ja auch, Dune ist so das neue, ich habe noch nicht mal ein Dings gebaut, ein Gehege für die, glaube ich. Dune ist das neue Herr der Ringe. Allerdings ist Herr der Ringe Fantasy. Und Dune ist Science Fiction. Und ich bin. Science Fiction habe ich bisher nur Star Wars so eine Zeit lang ein bisschen gehypt. Inzwischen auch nicht mehr, weil Star Wars auch nicht mehr so geil ist. Aber ich bin da mehr so Fantasy-Mensch. Deswegen Science Fiction-Dinge reizen mich selten. Blade Runner finde ich geil. Okay, das Gehege habe ich auch schon gebaut. Dann ja, passt es auch. Was können wir denn hier noch kurz für eine Attraktion reinklatschen? Eine Seilbahn über die. Machen wir eine Beobachtungsgalerie, komm. Eine Seilbahn ist vielleicht ein bisschen asozial. Oh, okay. Ich habe es eben gerade erst gelesen. Das können wir so noch gar nicht bauen. Haben wir bei Jurassic Park eigentlich auch andere? Ne, haben wir nicht. Die sehen nur anders aus, sind aber eigentlich genau dieselben Dinger wieder, ne? Ja, okay. Machen wir einfach hier nochmal so eins rein. Und lassen das hier drüben von mir aus. Ich glaube, du hast versucht, irgendein Bild zu malen. Minus One Player hat aber nicht so ganz funktioniert. Was auch immer du vorgehabt hast. Unsere Saurier sind jetzt auch fertig und wir werden sie jetzt direkt ins Gehege rüberbringen. Nach hier hinten. Eins, zwei. Waren es nur zwei? Es waren doch eigentlich drei, dachte ich. Scheinbar nicht. Das sind aber drei. Bei dir klappt's? Nee, hier hat's nicht geklappt. Ich weiß nicht, was es darstellen sollte. Ich kann es leider nicht erkennen. Es sollte Godzilla sein, dann versuch's doch nochmal, indem du am Anfang vielleicht erstmal zwei Absätze machst. Ob das dann untereinander geht. Weil so fängt er ja an, direkt hinter deinem Namen was zu schreiben. Oder dass du erstmal so viele Zeichen machst, dass hinter deinem Namen erstmal nur ein Strich ist und dann setzt du das Ganze ein. Das müsste funktionieren. Und wenn es nicht klappt, dann soll es nicht klappen. In der App geht's nicht anders. Na gut, dann ist es halt so. Da kommt jetzt der erste an. Den schauen wir uns gleich an, wenn alle erstmal da sind. Noch sind sie nämlich alle auf dem Weg. In der Zwischenzeit können wir jetzt aber das letzte Gehege, obwohl die können wir, glaube ich, alle auch zusammenpacken im Endeffekt. Wir haben jetzt noch einen einzigen Dinosaurier, der quasi fehlt. Und deswegen bauen wir dem lieben. Wer fehlt denn jetzt noch? Der Stegoceratops, glaube ich. Der bekommt ein eigenes Gehege. Eines muss man ihm lassen. Was Kreuzungen anging, war Dr. Wu ein Mann vom Fach. Dieser Ankylodokus ist ein Paradebeispiel dafür. Er hat nicht nur den langen, peitschenartigen Schwanz, sondern auch die knöcherne Keule am Schwanzende. Liefern Sie ihm bloß keinen Grund, damit Schwung zu holen. Einverstanden? Ich bin einverstanden.
So, bauen wir das hier nochmal ganz kurz drumherum. Leute beschweren sich jetzt wahrscheinlich eh schon über alles Mögliche, ne? Ich gehe einfach nur auf die Gäste ein. Aber die gehen auch einfach nicht weiter als bis hier, von daher. Komm. Da werden jetzt die letzten noch weggebracht. Dann müsste ich jetzt eigentlich auch schon wieder neue züchten können. Der ist immer noch da. Nee. Der wird gerade weggeflogen. Hat der Scorpius Rex da nicht aber auch so eine... solche Luchsfarben bei sich drin? Wann gibt es wieder neue Podcasts? Ich habe mit dem Pandaman letztens erst drüber geschrieben gehabt, dass wir auf dem Pandaverse mal wieder ein paar Podcasts hochladen müssten. Aber der ist gerade so im Dune 2 Fieber. Der ist, glaube ich, jetzt gerade zum vierten Mal in diesem Film drin. Viermal in Dune. Und ich habe ihn noch nicht ein einziges Mal gesehen. Ich warte immer noch auf meine auf meine Godzilla Minus One Steelbook Edition. Was Neues. Ein Spinoceratops. Diese Kreuzung ist hervorragend an niedrige Temperaturen angepasst, aber bereiten Sie ihm trotzdem lieber einen warmen Empfang. Hä? Okay, wir haben sie jetzt alle da. Der gefällt mir gut. Der ist ein bisschen mollig in der Mitte, aber der ist, das ist wirklich die Kombination, die siehst du einfach hier raus. Wenn er nicht leuchten würde, könnte man sich auf jeden Fall vorstellen, dass es den früher wirklich gegeben hat, in der Variante. Sieht zumindest schon mal sehr, sehr realistisch aus. Bis auf das radioaktive Leuchten, aber ist halt mehr so in der Kaiju-Variante jetzt. Ihm, ey, weiß nicht. Also wenn es zwei Saurier gibt, die nicht zusammenpassen, das ist einfach der Spinosaurus und der Triceratops. Was ist das? Das würde als Qualzucht durchgehen. Und die Map ist auch noch in Deutschland. Also wir können jetzt froh sein, wenn jetzt hier keine Anzeigen reinkommen. Das ist auf jeden Fall eine Qualzucht. Ach, schön ist was anderes, oder? Die Farbe ist schon geil. Wenn man nur die Farbe sieht. Aber das Tier... als würde es so sagen, töte mich. Wenn du eh schon keinen Hals hast, ne? Und ich kann das bezeugen, dann ist so ein Segel auf deinem Rücken extrem unpraktisch. Oh. Eine Romanze. Ja. Ein Kind, das nur die eigene Mutter lieben kann. Könnte man sagen. Ja, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber... also er ist auf jeden Fall, ne? Bräuchte ich jetzt irgendwie nicht im Park. Das sieht so ein bisschen aus wie der Klöckner von Notre Dame. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Dinosaurier. Und auf den bin ich sehr gespannt, weil hier finde ich jetzt wiederum... es sieht immer noch sehr, sehr krass und sehr, sehr fake aus. Ne? Also, es gibt ja so ein paar Hybride in gesamt Jurassic World, die sehen aus wie echte Dinosaurier. Der nicht. Aber ich finde, es passt. Irgendwie hat das sowas, so als hätte jemand einen, wie bei Lego früher, den Lego-Kopf von einem Triceratops genommen und hätte ihn einfach an den Lego-Körper eines Stegosaurus dran geklapst. Deswegen, das passt. Okay, ich habe extra eine Gehege für den gebaut. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Wollt ihr noch ein Ranking haben gleich? Mein Ranking zu den neuen leuchtenden Dinosauriern. Inbegriffen allerdings auch die Leuchtvariante vom Indominus Rex und vom Indoraptor. Ihr habt mir jetzt auch, glaube ich, keine Antwort gegeben, was den Scorpius Rex angeht. Da will ich gerade nochmal kurz reinschauen, weil der ist ja auch ein Hybrid. Ob der nicht auch irgendwie... Leuchtfarben hat. Nee, da auf jeden Fall schon mal nicht. Verstehe ich nicht. Sonst haben wir keine anderen Dinosaurier, die diese Leuchtfarben... müsste aber nicht der Pachycephalosaurus das auch können? Nee. Wer war denn das nochmal gewesen in
In Camp Cretaceous. War das der Parasaurolophus gewesen? Der hat auch geleuchtet. Aha, Moment. Aha, Lux 2, mhm. Lux 2 und Lux 1, da haben wir es doch. Der kann das auch. Aber die Farben sind nicht neu, meinst du? Okay, gut, ja, das wusste ich jetzt nicht. Das sind dann einfach genau die Farben aus der Serie wahrscheinlich, nur aus Camp Cretaceous. Ja, wir können den ja nochmal kurz bauen. Komm. Den packen wir nämlich einfach noch ins Gehege daneben den Stegoceratops und dann können wir auch schon die Kämpfe beginnen lassen. So, wie viel brauchen wir denn davon? Nehmen wir erstmal nur hier die gesunden Eier mit. Aus den anderen machen wir Omelette. Okay. Das war das hier gewesen, glaube ich. Dann gibt es da auch noch ein bisschen Wasser für die Tiere. Okay. Und dann kümmern wir uns hier gleich mal um den großen... Den großen Kampf der Dinosaurier. Transportiere Produkt. Bin ich irgendwo noch so richtig große Schilder? Da gab es doch noch viel größere Sachen. Das sind jetzt Bäume hier. Ja, das ist halt alles noch ein bisschen... Bisschen harmloser wird. Wir müssen die Verschleierung natürlich auch aufrechthalten, dass hier keine illegalen Dinosaurierkämpfe abgehalten werden. Aha. Nee, was war denn das jetzt hier alles? Brunnen? Skelette. Produkttransport beendet. Na toll. Kann man wieder nicht nah genug da dran bauen. Der wurde als Publikumsmagnet entwickelt. Ein echtes Komplettpaket. Die Hörner, der Nackenschild, die Knochenplatten, die Stacheln. Diese Schöpfung ist dem Genie und Labor von Dr. Henry Wu entsprungen. Gibt auch... Was leuchte bei einem Wasserdino? Meine, das war der Styrox. Ja, die müssten diese ganzen Leuchtefunktionen eigentlich mal wesentlich mehr bei den Sauriern einbauen. Ich meine, die könntest du im Endeffekt ja einfach auch bei allen Dinosauriern mal freischalten lassen. Übrigens, wer von euch hatten dieses DLC hier schon? Ob euch da was aufgefallen ist? Würde ich mal sehr gerne wissen. Ist jetzt nichts Schlimmes. Man weiß eigentlich auch schon, dass es so ist, aber es ist halt... Hier ist es mir wieder mal aufgefallen. Und zwar, dass ihr, wenn ihr dieses DLC runterladet, zumindest musste ich nichts installieren. Das DLC war einfach runtergeladen und du konntest direkt, konntest du losspielen. Und es gibt ja so bestimmte Inhalte in Spielen, die eigentlich auch schon längst in den Games drin sind, die du aber erst dann zocken kannst, wenn du sie halt für Geld freigeschaltet hast. Das heißt, du zahlst dir eigentlich nur 8 Euro dafür, dass die diese Saurier freischalten. Die eigentlich schon mit den Farben durch wahrscheinlich irgendein Update mal draufgezogen wurden. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, aber ich habe jetzt einfach auch keinen Bock, das komplett um das Ding herumzubauen. Das ist jetzt quasi einfach hier der Eingang, der in die Kampfarena führt. So. Produkt wurde eingesammelt. Natürlich noch den altbekannten Baumstamm, der Gallimimus.
Tornado ist alles so ein bisschen klein. Ich würde ja gerne auch so ein paar größere... Ja, sowas noch mit reinbauen. Das Ganze muss eben hier auch so... Es muss dezent wie ein Schlachtfeld wirken. Das passt doch, komm. Gut. Wen holen wir uns jetzt zuerst? Wen wollt ihr zuallererst gegeneinander kämpfen sehen? Produkt wurde zugestellt. Dieser Saurier, der Parasaurolophus, ist ziemlich dramatisch. Vor allem, wenn es um seinen Kopf geht. Der Knochenwuchs ist Resonanzkörper und verstärkt seine Laute und er reguliert seine Körpertemperatur. Ja, das, ich finde das gerade mit diesen Lichteffekten. Könnt ihr das sehen, ja, ne? Diese Lichtspiegelung, diese Lichtbrechung, die ist ziemlich geil geworden. Ja. Oh, ich habe bei ihm vergessen, die Leuchtefähigkeit zu aktivieren. Das müssen wir jetzt aber noch ganz kurz nachholen. Ich brauche mindestens einen von denen, der auch noch leuchtet, bevor wir jetzt hier die großen Kämpfe beginnen können. Der war das gewesen, ne? Okay. Ich würde Spinoraptor gegen Spinoceratops, weil dann so ein Spino-Battle. Das ist eine ganz gute Idee. Das akzeptiere ich auch genauso. Kampf Nummer 1, Spinoceratops gegen Spinoraptor. Ihr könnt jetzt hier gerne Wetten abschließen, wer den Kampf gewinnt. In Zukunft können wir auch gerne ab und zu nochmal so ein paar illegale Dino-Kämpfe machen, wo ihr eure Kanalpunkte verwetten könnt. Sobald Spooky mal irgendwann wieder da ist. Oder ich mach's einfach selbst. Machen wir mal zwei hier rein und dann machen wir noch zwei da rein. Komm. Gut. Dann beginnen wir jetzt mit den großen Dino-Kämpfen. Aber lasst uns dafür mal wieder ein bisschen die Helligkeit verändern. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch leuchten, wenn ich das Ganze auf Dämmerung mache. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark, aber immer noch ein bisschen, würde ich mal hoffen, oder? Ist das besser so? Oder eher noch schlechter? Für Dino-Kämpfe. Das sieht irgendwie nicht mehr ganz so cool aus. Man sieht jetzt hier gar nichts gefühlt, meinst du? War das bei Nacht besser? War das war angenehmer, ne? Ja, tatsächlich. Dann bleiben wir jetzt bei Nacht. Okay, wir holen uns erstmal jetzt unsere Kontrahenten in den Ring. Wir nehmen einen Spinoceratops. Wir müssen die aber zuerst wieder... Oh Mann, wir müssen die zuerst wieder betäuben. Okay. Was war's? Was war's? Expeditionszentrum war's, ne? Oder wir nehmen einfach frische. Wir züchten uns einfach nochmal frische heran, die auch volle Energie haben. Und lassen dann die gegeneinander kämpfen. Lass mich erst nochmal kurz einen Schluck trinken. Okay. Hier ist noch alles belegt. Wer hat denn jetzt aber von denen niedrige Energie da oben? Aber wieso?
Er aber auch. Okay. Transport hat begonnen. Dann holen wir uns einfach jetzt wirklich frische Saurier dahin. Kampf Nummer 1, Spinoceratops gegen den Spinoraptor. Haben wir hier noch dunkle? Das ist noch dunkler, glaube ich, ne? Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen geiler aus sogar. Obwohl das hier auch abgefahren aussehen könnte. Wir nehmen mal das mit. Dann wird einmal er hier gezüchtet. Und dann in als Kampfgegner nehmen wir noch den Spinoceratops. Jetzt habe ich den normalen aber genommen. Ach komm, ey. Da brauchen wir jetzt diesmal aber nur einen davon. Den machen wir schon mal fertig. Im Moment, der da oben müsste aber auch schon mit dem Lux verbunden sein, glaube ich zumindest. Na komm, wir machen den erst nochmal ganz kurz weg. Sicher ist sicher. Ja, der hat die Farben aber noch drin gehabt. Dann kann man den auch wieder entwickeln. Kann man über den Sandkasten auch Dinosauriern eine bestimmte Aggressivität geben? Geht das irgendwie? Bestätige Produktzustellung. Sammle Produkt ein. Okay, hier brauchen wir auch nur einen schwach. Der ist hier nur im Nachteil, aber das macht nichts. Dann nehmen wir den, der es noch am wenigsten irgendwie beeinflusst. Hast du eigentlich das Pflanzenfresser angreifen können? Nee. Das werde ich dann jetzt erst noch machen müssen. Wahrscheinlich auf Sandkasteneinstellung Saurier hier oben, ne? Saurierverletzungen müssen dafür eingeschaltet werden, schätze ich. Verhungern nicht. Die sollen alle nicht verhungern. Die sollen auch alle nicht verdursten. Saurier-Lebenserwartung, okay. Saurier-Statusprüfung aus. Okay, wo ist es? Saurier-Komfort. Achso. Mhm. Ja, Saurier-Kampfhäufigkeit keine oder normal. Wir machen normal. Pflanzenfresser können angreifen. Ein. Das muss ich jetzt so übernehmen, ne? Dann könnte es jetzt hier gleich ein bisschen eskalieren. Oh, die ersten Spinoraptor haben schon angefangen zu kämpfen. Sehr gut. Wir haben jetzt aber hier unsere privaten Kämpfe und nehmen den jetzt direkt noch mit rüber. Und ich glaube, dann wird es gar nicht allzu lange dauern, bis der Kampf dann auch hier hinten beginnt. So. Okay, dann warten wir jetzt mal ab. Der Kampf Spinoceratops gegen Spinoraptor. Wer gewinnt nach eurer Ansicht? Schreibt mal eure Schätzungen in den Chat. Schätzungen. Ja, da oben beginnen jetzt alle langsam irgendwelche Kämpfe. Wir können ja mal aus Interesse nur mal reinlumpern. Produkttransport im Gange. Das sind auch interessante Kämpfe hier.
Spino wird gewinnen. Nur welcher davon ist die Frage? Welcher Spino? Oh, 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 oh. Wir müssen schnell aber mal zurück zu unserem eigentlichen Kampfgehege. Die sind immer noch nicht da. Wo bleiben die denn? Da sind sie doch. Na, wir haben ja schon die ersten Knochenbrüche, die ersten Verletzten. Der Saurierkrieg ist jetzt ausgebrochen. Alles klar, D-Evo, mach's gut. Schön, dass du am Start warst. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ciao, ciao. Wir gehen hier einfach mal als stiller Zuschauer mit rein und gucken uns die ganze Nummer mal von hier unten aus an. Da kommen schon die ersten, da kommt der erste Kontrahent. Das ist der Spinoraptor. Dicht gefolgt, da ist er, vom Spinoceratops. So, der erste wird jetzt in die Kampfarena runtergelassen. Da haben wir jetzt die Nummer 1. Und da kommt auch schon die Nummer 2 hinterher. Und wir steigen direkt ein und gucken mal, ob der Kampf jetzt auch schon direkt beginnt. Kampf Nummer 1. Spinoraptor gegen Spinoceratops. Gibt es hier irgendwie so eine Art von Kinoansicht? Das gibt es hier nicht, ne? Dass quasi so eine Kamera automatisch... Vielen Dank für den Follow. Automatisch dann und so verschiedene Szenen aus dem Kampf jetzt zeigt. Das gibt's, glaube ich, nicht. Noch ist hier alles ruhig. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur zwischen den beiden Sauriern wechseln. Okay. Wir können uns ja mal kurz die Statistiken anschauen. Er fühlt sich auf jeden Fall schon mal einsam. Und da hinten sehen wir, dass der Spinoraptor schon langsam in Angriffsposition geht. Nein, Moment. Der Kampf beginnt tatsächlich schon jetzt. Moment. Aber ich würde das gerne aus seiner Sicht hier sehen. So. Ja, was die Stärke angeht, müsste aber eigentlich der Spinoceratops um einiges mehr Kraft haben, schätze ich mal. Er ist aber schon schwer verletzt, das heißt, es wird jetzt ziemlich eng werden. Und das war's, glaube ich. Er versucht noch zu flüchten. Oh, aber ich glaube, allzu weit kommt er nicht. Kommen wir noch so eine schöne Todesanimation oder war es das jetzt schon? Ich glaube, die Nummer ist noch nicht vorbei. Der Spinoraptor schleicht sich nämlich langsam wieder an. Oder auch nicht. Gleich geht's weiter nach der Werbung, genau. Er gibt ihm mal eine ganz kurze Verschnaufspause, was ich ja sehr gut finde. Finde ich ja schon mal sehr lobenswert. Aber halt, was wir mal machen könnten, ganz kurz, erstmal alles pausieren, während die beiden kämpfen, könnten wir doch aber schon mal die nächsten beiden zumindest schon mal züchten, in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, wen wir danach in den Kampf schicken. Wenn die beiden hier fertig sind. Das könnt ihr jetzt schon mal gerne in den Chat schreiben. Wir bleiben diesmal mit der Kamera am Spinoceratops hängen. Und gucken mal, ob er vielleicht noch irgendwie ein bisschen Kraft aufbringen kann.
um den Kampf noch für sich zu entscheiden. Sieht auf jeden Fall so aus, wäre der Kampf jetzt längst vorbei. Er hat eine große Verletzung im Kampf verursacht. Bewirkt, dass Saurier über wenig Energie verfügen und häufig schlafen. Okay. Und er hat noch Würmer. Das ist natürlich auch nicht gerade förderlich. Während er hier noch relativ fit sein müsste. Ja, dieses kleine, zähe Drecksvieh. Okay, er macht aber erstmal eine Pause. Da müssen wir noch kurz abwarten, bis die Nummer jetzt weitergeht. Die beiden haben sich erst nochmal auf die faule Haut gelegt. Auch noch weitere Saurier hier reinlassen zur Not, ne, wenn das jetzt irgendwie zu lange dauert. Obwohl er hat zumindest keine Nahrung hier drin, das heißt, er müsste früher oder später auf die Jagd gehen. Er bewegt sich wieder in Richtung... in Richtung des Spinoceratops. Oh ja. Das sieht aus wie der Beginn des nächsten Kampfes. Ja. Habe ich noch irgendwie die Chance, die Saurier auch noch ein bisschen aggressiver einzustellen? Geht es? Im Spiel selber. Denn scheinbar passiert da jetzt erstmal gar nichts mehr. Okay, gut. Dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir werden die nächsten Tiere mit hier reinlassen. Und erschaffen uns einfach jetzt dann wirklich so ein richtiges Kampfgetümmel dann da drin. Wen hatten wir denn noch gehabt? Achso, den Dominus Rex können wir noch einmal mitnehmen. Der müsste auch schon angepasst sein von den Farben her. Das ist schon mal richtig, genau. Und dann können wir auch den Indoraptor nochmal mit reinnehmen. Denn die beiden scheinen fürs Erste ausgekämpft zu haben. Es wurde aber auch eben gerade noch hier geschrieben, dass der halt auch öfter schläft jetzt, wo er so oft verletzt ist, ne? Mach Kampfhäufigkeit höher. Bei Dinosauriern meinst du? Nee, geht nicht. Du kannst nur normal oder gar keine machen. Also noch höher kannst du es nicht einstellen. Weil das macht gar nichts, denn wenn wir jetzt noch die beiden mit dazu nehmen, dann kannst du einen drauf lassen, dass dann die Kämpfe schon mal richtig abgehen werden. Wir können doch einfach den Zaun hier oben, Moment, wo bin ich denn jetzt hin? Den Zaun hier oben noch mal ein bisschen... Ganze noch mal ein bisschen einschränken. Wo ist denn jetzt hier aber der andere? Da ist der Spinoceratops. Wo ist denn der Spinoraptor jetzt hin? Da hinten. Okay.
zumindest ein bisschen mehr eingeschränkt, habe ich die beiden jetzt. Spinoraptor gegen Indoraptor wäre auch geil, das stimmt ja. Das stimmt tatsächlich. Aber er wird ja wahrscheinlich auch gewinnen, den Kampf hier, schätze ich mal. Dass er ihn dann gleich auch platt machen wird. Und ich mache das Gehege jetzt einfach immer ein Stückchen kleiner, dass die beiden aufeinandertreffen müssen. So. Dann kommen die nämlich nicht mehr drumherum. Und die beiden jetzt hier stecken wir einfach in die kleinere Gehegevariante. Einmal da. Und einmal da drüben rein. So, da oben haben wir jetzt schon mal den Indominus Rex mit seiner leuchtenden Fratze, der ins Gehege gebracht wird. Und da hinten holen sie jetzt gerade den Indoraptor schon mal raus. Die beiden schlafen jetzt erstmal und ich glaube, sobald die wieder wach sind, geht es hier auch rund. So, bei dem Kampf jetzt hier würde ich allerdings tatsächlich eher auf den Indominus Rex tippen. Ich glaube, dass da so ein Indoraptor eher wenig Chancen haben wird. Ich weiß gar nicht, wie ausbalanciert die im Spiel generell sind, aber ja, zwei hinten in den hinteren Gehegen werden schon tot sein. Da haben wir die Kämpfe aber eben nicht mitbekommen. Der Spinoceratops ist auch wieder wach mit seinem Knochenbruch. Er wird aber vielleicht auch dann demnächst sowieso an seiner Verletzung dann sterben. So, die beiden werden aber nicht allzu lang was anbrennen lassen. Da wird es gleich rund gehen. Ja, die gehen direkt schon mal in Angriffsposition. Und ich glaube, aus dem Kampf hier wird nur einer lebend rauskommen. Und ich schätze, es ist der Indominus Rex. Innere Verletzungen sind unberechenbar. Wir wissen momentan nicht, womit wir es zu tun haben. Schritt 1, eine genaue Diagnose der Verletzung. Ja. Genau wie auch da drüben ist der Indominus Rex jetzt erstmal im Vorteil. Und die hören anscheinend automatisch auf zu kämpfen, sobald einer von beiden irgendwie so einen Knochenbohr hat oder was. Der Indominus mit dem Kopf leuchtend ist irgendwie so dumm. Ja. Okay, sie gehen wieder in den Kampf. Die beiden sind wieder mit dabei. Hier hat die nächste Runde jetzt auch begonnen. Spinoceratops und das war's. Okay, hier haben wir schon mal einen ganz klaren Sieger. Nämlich den Spinoraptor. Mal gucken, wer jetzt hier als Gewinner hervorgeht. Aber ich schätze mal, dass auch hier der Indominus Rex einfach wesentlich mehr Chancen hat als der Indoraptor.
Und auf geht's zur Runde Nummer 2. Ja. Ja, es war irgendwo klar. Es war irgendwo klar, dass der keine Chance hat gegen den Indominus Rex. Aber mit einem Saurier. Ich fühle mich alleine, weil nur ich schreibe. Ja, tatsächlich machst du das. Tatsächlich ist das so. Wie viele sind wir denn noch? 20 Leute. Naja. Du bist der Einzige hier mit Gesprächsbedarf. Da haben wir wohl auch gerade einen Kampf verpasst. Aber jetzt haben wir hier tatsächlich auch zwei verwundete Tiere. Einmal den Indominus Rex und einmal den Spinoraptor da hinten. Wir können ja mal ganz kurz hier abchecken. Der hat auf jeden Fall eine unfassbare Ausdauer hier, ne? Wie sind die beim Indominus Rex? Genauso hoch, okay. Manches im sogenannten, was ist denn ein Lirk? Das musst du mir jetzt mal erklären, Digiritter. Was ist denn ein Lirk? Oder meinst du ein Leak? Was aber auch keinen Sinn machen würde. Die Jugend von heute mit ihrer komischen Sprache. Okay, hier machen wir jetzt nochmal das Gehege ein bisschen dichter. Das geht nicht, weil da Wasser ist. Sehr gut. Dann machen wir das auf jeden Fall hier so zu, dass die beiden nicht mehr voneinander weglaufen können. Und quasi keine andere Chance haben, als gegeneinander zu kämpfen. Na, ich will denen nicht das ganze Wasser nehmen, deswegen bauen wir das einfach mal hier zu. Okay. Runde Nummer 2 wird, glaube ich, gleich beginnen. Wir gucken uns das Ganze mal aus der Sicht von ihm hier an. Na, ich glaube, da tut sich so langsam wieder was für den Kampf Nummer 2. Zuschauen ohne zu schreiben, wenn man nebenbei schaut und dabei... Ja, ja, okay, ist ja in Ordnung. Ja, das kann natürlich gut sein. Boah, die flitzen aber ganz schön unkontrolliert hier rum. Die guten Tiere. Da wird sich erst nochmal kurz hingelegt vom nächsten großen Kampf. Der jetzt beginnen könnte. Er rennt schon wieder weg, wie ein Bekloppter. Oh. Na, ich glaube, der Indominus Rex ist soweit. Er hier ist noch ein bisschen... Was ist mit ihm? Er dreht gerade ein bisschen am Rad. Ich glaube, der hat von den falschen Pilzen genascht. Okay, sie kommen jetzt wieder aufeinander zu und wir können, glaube ich, die Runde 2 gleich einläuten. Wenn der mal aufhört, hier rumzurennen wie so ein Bekloppter. Mit den Dino-Kämpfen hier geht gar nicht mal so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Du siehst immer in irgendwelchen Kurzvideos, dass die direkt aufeinander losgehen. Aber in echt pennen die ja einfach nur. Die ganze Zeit. Mehr machen die hier gerade nicht. Okay, diesen einen Kampf gucken wir uns auf jeden Fall aber noch an.
wenn er endlich stattfindet. Da hinten rennt er wieder rum wie ein bescheuerter Idiot. Der Indominus Rex ist schon längst soweit. Der hat schon richtig Bock da drauf. Wisst ihr, was cool wäre, wenn man selber noch in die Rolle der Tiere reinschlüpfen könnte? Und die einfach selber spielen könnte. Das wäre noch eine ganz coole Sache. Das wäre noch eine wirklich, wirklich coole Sache. Okay. Das mit den Kämpfen klappt also nicht. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber wir können ja schon mal, wir können einfach mal ein schönes Fazit jetzt hier abhalten. Wir haben jetzt fast die 2 Stunden lang hier gezockt, haben Dinosaurier erschaffen, haben uns die alle mal angeschaut. Und haben uns jetzt mal ein Bild davon gemacht, ob sich das DLC wirklich lohnt. Und also, ich finde nach wie vor, die Designs sehen schon ziemlich geil aus. Gerade das vom Spinoraptor finde ich ziemlich geil. Und ich glaube schon, dass wenn man versucht, sich den besten Park der Welt aufzubauen und dann eben auch versucht, mit so vielen Sauriern wie möglich das Ganze auszufüllen, dann macht schon Sinn, sich das mit zu kaufen. Dann wird man es aber auch so kaufen, wenn man, sogar wenn das Teil jetzt irgendwie 10 oder 15 Euro kosten würde. Ist eben jetzt nur die Frage, würde man sich dieses DLC auch kaufen, wenn man so wie ich ab und zu mal reinguckt? Und auch da finde ich, ja, es macht schon Spaß. Du hast allerdings tatsächlich nur diese Designs eben, die neu sind. Ich finde, der Spinoraptor sieht zwar anders aus, verhält sich aber genauso wie der Velociraptor. Die haben da kein neues Verhalten mit reingemischt. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen gewesen, wenn sich diese Hybride auch noch so ein bisschen anders verhalten würden als die wie eigene Dinosaurier zum Beispiel. Und nicht eben einfach nur wie einer von den beiden Parts, die eben zusammengemischt wurden. Das würde ich noch eine ganz schöne Sache finden. Ja, ansonsten, bei 8 Euro machst du eigentlich gar nichts falsch. Das heißt, 8 Euro kann man da schon mal rein investieren in die ganze Nummer. Und mal gucken, ob wir vielleicht dann so dieses Jahr sogar nochmal anfangen werden, uns einen komplett perfekten Jurassic Park zu bauen. Ich will ganz kurz nochmal was schauen. Inwiefern ich in den Sandkasteneinstellungen wirklich oder wie ich wirklich die größte Map bauen kann, die mir hier möglich ist. Weil die haben ja sonst alle irgendwie so ein paar Einschränkungen, ne? So gerade eben diese Insel-Maps, die sind ja alle dann doch sehr stark eingeschränkt. Und vorhin hat aber jemand hier im Chat geschrieben, ich soll doch mal gucken im Sandkastenmodus, die quadratischen Level. Und das wären wohl die größten. Okay. Wenn wir einfach jetzt mal hier nehmen, Nevada, schön im Schnee. Und beginnen mal das Spiel zu starten. Mir geht es jetzt nur darum, dass wenn wir anfangen sollten, nochmal einen kompletten Jurassic Park selber aufzubauen, dass wir auch dann genug Fläche haben, um wirklich jeden Dinosaurier da irgendwie reinzusetzen. Wahrscheinlich wird aber auch das dann ein bisschen eng jetzt werden, ne? Weil du hast natürlich auch mit den verschiedenen Designs und Skins, hast du unzählig viele Dinosaurier in dem Spiel inzwischen. So, wir können das ja mal ganz kurz uns hier anschauen. Von der Größe her, es ist zumindest vom Bauen her wahrscheinlich am praktischsten. Das wäre was, wo ich sagen würde, ja, das kann man sich mal vornehmen, in so einem Map nach und nach versuchen, so viel wie es irgendwie möglich ist und so schön wie es irgendwie geht, hier mit einzubauen, dass wir da wirklich auch einen schönen Park dann daraus bekommen.
Das wäre auf jeden Fall mal eine Sache, die ich mal in Angriff nehmen wollen würde. In der schönen Schneelandschaft auch. Das ist eben auch genau meine Welt und genau mein Ding. Aber damit wären wir dann mit dem heutigen Test dieses DLCs raus. Ich kann sagen, ja, man kann es auf jeden Fall empfehlen. 8 Euro tun auf jeden Fall nicht weh für das, was man dann da eben bekommt. Muss man aber dann selber abwägen, ob das Sinn ergibt, für diese Skins und Designs dann das Geld auszugeben. Wenn man eben selber sagt, nee, ich brauche das gar nicht und das ist wirklich nicht mehr als ein Design. Ein neues Design und ein neuer Skin. Das ist damit drin. Für verschiedene Dinosaurier eben. Mehr aber auch nicht.